Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt den Tsuki Jimmy an aus dem Jahr 2019, Version 1.0. Das Ganze kommt von TP-Simulation, gibt es daher also nur für PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und TP-Simulationen. Wenn ihr alle Funktionen des Fahrzeugs nutzen wollt, braucht ihr den Simple IC-Mod. Suzuki Way to Life, Way of Life, so rum, Jimmy 2019, 102 PS Leistung, 70 Diesel / Benzin, 145 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit für 17.915 Euro unter Anschaffung, 913 Euro im Leasing. Hauptfarbe lässt sich in diversen Farben ändern, da haben wir einmal standardgemäß dieses Suzuki Green, wir haben dann auch dieses, Frozen Bluestone Metallic. Ja, die Hersteller lassen sich ja immer wunderschöne Namen einfallen. Ihr seht also, das ist auch von den originalen Farben her mit inspiriert worden hier das Ganze. Ihr habt die Qual der Wahl und ihr habt aber auch die Standardfarben mit zur Auswahl. Ansonsten zwei Config-Blöcke, Anhängerkupplungen und Nummernschild. Da haben wir einmal Standard, sprich keine Anhängerkupplung, und einmal mit Anhängerkupplung. Ansonsten könnt ihr noch das Kennzeichen umschalten von TP119, BH119, SM119, LT119, NB119, TS119. Und BT119 LR und so weiter und so fort. Also ihr könnt im Endeffekt die Buchstaben ändern, wenn ihr das wollt. So, schauen wir uns das gute Stück an. Ja, da haben wir das gute Stück in dem Falle hier grün. Quietschgrün ist auf jeden Fall eine sehr auffällige Farbe. Wir haben normale Straßenbereifung hier vorne mit dabei. Das Schöne ist, wir haben ja nicht hier alles komplett abgedeckt, sondern ihr seht hier hinten die Federn und so weiter und so fort auch diesmal mit modelliert und das Ganze hier auch dementsprechend mit animiert. Ist eine schnieke Geschichte. Vorne das Suzuki-Logo mit dabei. Kennzeichen dementsprechend, klarer Fall. Fahrtleuchten, Blinker, Nebler. Klarer Fall. Wir haben hier oben eine LED-Leiste. Die können wir mit Simple IC ansteuern, kommen wir später dazu. Wir haben hier oben theoretisch Gepäckraum oder Stauraum, wie man so schön sagen kann. Ihr seht, da sind auch Spanngurte mit dabei. Könnt ihr Paletten oder irgendwas da oben halt draufhauen und festmachen. Hinten haben wir dann einmal ein Reserverad, Bremslichter. Hier hinten haben wir noch eine LED-Leiste mit dabei. Hier sieht man auch Jimmy Allrad Grip. Ne, Bremslichter, Blinker, hier das eine Endrohr mit dazu und dann hier noch ein paar Hakenklöppe zum Abschleppen oder zum Ziehen. Der Innenbereich, wir haben Lenkrad mit Suzuki-Logo, lässt sich soweit auch bewegen. Wir haben links, rechts Spiegel, inklusive einen Innenspiegel. Die sind ein bisschen aus der Proportion geraten, wie man hier sieht. Ne, das klitscht einmal hier unten rein, hier ist es ein bisschen so weit drüben. Deswegen, das ist nicht so dolle. Ansonsten, Gangschaltung, Handbremse. Allrad zuschalten, wenn mich hier nicht alles täuscht. Das ist das hier. Hier vorne halt dementsprechend die Armaturen. Gehen wir ein bisschen näher ran. Können wir das Ganze auch hier sehen. Das ist soweit auch alles da. Ne? Das ist jetzt ein bisschen unscharf. Liegt aber auch daran, dass die Kamera so weit hinten ist, dass es in dem Fall eigentlich gar nicht auffällt. Ansonsten hinten halt noch zwei Reserve oder Rücksitzbank, wenn man das so nennen kann. Ja, und Klimaautomatik und alles, was man sich halt so vorstellen kann. Ne? Sieht an sich okay aus, entspricht in etwa auch dem Original, also die passt soweit auch. Ne? Spiegel, wie gesagt, so eine Sache, ihr seht, ist halt nicht ganz in der Form, aber ansonsten geht's. Deswegen, Innenbereich könnten vielleicht noch ein paar Details mehr sein, Außenbereich geht eigentlich soweit klar. Hören wir uns mal den Sound an. Ja, kann man in dem Sinne kurz halten, ist dementsprechend der Rückwärtsfahrtsound vom Standard, also der allgemeine Fahrtsound vom Standard LS. Besser so als irgendwas komisches, ihr wisst, wie meine Meinung dazu ist. Gut, kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht hier, wir haben beide Hände am Lenker, das ist soweit schön. Wenn wir einmal hier genauer auf die Beinchen schauen, ne, klemmt ihr ein bisschen, gehen wir ein bisschen näher ran. Ne, da sehen wir das hier, die Beinchen, die bewegen sich nicht. Liegt aber daran, dass wir hier unten keine Pedalen haben. Deswegen kann sich da in dem Falle leider Gottes auch nichts tun. Die Spiegel funktionieren soweit, haben aber allgemein durch die Scheiben, ihr seht das hier, diesen Grauschleierfehler mit drin, sodass man nicht wirklich was erkennen kann. Da müsste man gegebenenfalls nochmal mit ran. Armaturen funktionieren soweit auch, aber auch hier das Glas, das ist so gräulich. Leider Gottes, wenn man ein bisschen näher rangeht, sieht man es. Ihr seht hier rechts, ne, wir sind jetzt bei 20, laut Tacho sind so bei 30, also wieder 10 km/h Unterschied, aber die digitale Anzeige in der Mitte, die funktioniert soweit, die zeigt auch die aktuellen Geschwindigkeiten des LS-Tachos an. Wenn ich Blinker aktiviere, seht ihr hier, wird vorne im dementsprechenden Board mit angezeigt. Gehen wir einmal in die Nacht rein,
sehen wir das Ganze auch. Thema Beleuchtung. Auch hier wieder, wir haben zwar die Icons da vorne drin, aber der Rest ist irgendwie nicht beleuchtet. Ohne die digitale Anzeige würde man dementsprechend nicht sehen, was gerade Phase ist. Das ist schade. Danach gehen die Spiegel dann noch wieder, dann sehen wir auch was. Ne? Ist halt dieser typische Fehler. Ansonsten schauen wir uns das Ganze im Außenbereich an. Ihr seht, wir haben hier ein Tagverlicht mit integriert, Blinker sind mit integriert, vorne sowie hinten. Die reflektieren soweit auch. Rückwärtsleuchten gibt es auch. Einmal das hier unten rechts und einmal oben diese LED-Bar. Ansonsten, ne, Bremslichter und Co. reflektieren auch. Kennzeichenbeleuchtung haben wir in dem Falle nicht mehr dabei. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht, dann vorderes Aufblendlicht, Nebel und dann die LED-Leiste. Heißt einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mit NumPad 5 könnt ihr unten die Nebel aktivieren, mit NumPad 6 könnt ihr hier vorne noch das normale, ja, Fahrtlicht, beziehungsweise wenn ihr Fahrtlicht aktiviert habt, das Aufblendlicht noch aktivieren. Die LED-Leisten selber, also ebenfalls die vorderste, geht nur über die F-Steuerung. Ne? Auch hier unten die Nebler, ihr seht, die Nebler sind gelb, ne? Und der Rest ist halt dieses Weiß. Ich gehe davon aus, es ist eh das LED, das andere ist halt noch halogener. Hupe ist die Standard-Hupe, die man soweit kennt. So, irgendwelche Spielereien. Ja, Simple IC, wie gerade eben schon angesprochen, da könnt ihr einmal hier aktivieren, könnt ihr dann die LED-Leiste oben separat ein- und ausschalten. Ne? Und wieder, entweder über die F-Steuerung oder halt über die Simple IC-Steuerung. Sobald ihr aber mit der F-Steuerung eingreift, überschreibt das Simple IC-Ding. Ne? Aber das ist möglich. Ansonsten Türen öffnen, schließen und Co., da gibt es leider gar nichts. Auch im Außenbereich nicht. Ne? Kofferraum nichts, Motorhaube nichts. Ist nur auf die LED-Leiste da oben bezogen. Ansonsten mit der Tastatur die Spanngurte für hier oben, wenn ihr da irgendwas draufstellen wollt. Ne? Und das ist es auch schon gewesen. 145 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, jo, die wird auch soweit erreicht. Ist eigentlich alles angenehm vom Fahren her. Ich glaube, ihr werdet da jetzt keinen Nachteil oder Vorteil in irgendeiner Weise feststellen. Bordsteinkanten müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, ist klar. Aber ansonsten klappt der ganze Hase. Kurz noch zur Demonstration, was das Ganze hier angeht. Ne? Wir können jetzt zum Beispiel das Teil hier nehmen. Ja, wenn es denn mal möchte, und ich kann das Ganze jetzt hier oben drauf ballern, ne? Und kann das jetzt zum Beispiel über die Spanngurte zumachen. Sieht ein bisschen verboten aus, gebe ich zu, ne? Aber ihr könnt da ja auch was Kleineres draufstellen oder. Ihr habt da die Qual der Wahl, aber ihr seht, es funktioniert. Jo, zu guter Letzt nur noch der Lok. Wir haben ein Error mit drin hier wegen Material, Smoke, Matt, irgendwas. Ansonsten ist es sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, trotz allem bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.